Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu mir und Alice. Herzlich willkommen. Ja, Alice streckt sich schon. Das heißt, wir wollen hier sofort los und unser Können unter Beweis stellen. So. Oh, es ist laut. Muss es ein bisschen leise für mich machen. Und guck mal, erstmal haben wir hier auch eine Erinnerung. Manche Insekten fressen ihren Nachwuchs, Alice. Wir können viel von ihnen lernen, lebendig oder tot. Manche Insekten fressen ihren Nachwuchs. Was macht das für einen Sinn? Warum tun sie das? Was ist denn das bitte jetzt für eine Sicht? Ich bin etwas verwirrt. Oh. Hallo, ich habe gerade nicht hingeguckt. Ist das so eine Scheiße hier? Da sind wir doch beim letzten Mal immer verreckt, oder? War das nicht so, dass die immer von alleine da runtergesprungen ist? Und ich wollte gerade sagen, ich habe mein Messer schon wieder nicht. So, jetzt geht's aber auf jeden Fall wieder. Keine Ahnung, was das sollte. Ich habe gerade war abgelenkt und habe noch auf mein Handy geguckt während des Ladescreens. So. Was bitte sind das jetzt hier für Vögel? So, wir sammeln erstmal. Was ist denn das da drin? Okay, guck mal, wir werden als erstes mal hier Schweinsnase erledigen. So. Supi, eine Flasche, die holen wir uns jetzt erstmal. Als erstes. Flasche aufsammeln. Ach, das sind auch diese komischen Vögel, ne? So, wie kommen wir denn jetzt? Irgendwo haben wir doch hier jetzt was. Ich glaube, da kommen wir so nicht hin. Dodos, das sind also Dodos. Ganz viele Dodos in Käfigen. Okay, wir werden einfach mal hier versuchen, diesen Weg lang zu gehen. Mal gucken, was passiert. Und ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass ich mich ein bisschen mehr umgucken soll. Dass ich auch mal gucke, genau, was es hier für versteckte Hinweise gibt. Zum Beispiel, da müssen wir nämlich durchschießen, sehe ich. Oh. Ja, das ist ja prima. Mit meinem. Okay. Ja. Mit meiner Treffsicherheit wollte ich sagen. Aber so geht es. Genau. Guck mal, der Dodo da rechts. Ach, Alice, das sieht zu geil aus. Ich könnte mir Alice stundenlang angucken. Hui. Hui. Ach, die ist so geil. Die ist einfach nur geil. Okay. Wir gucken aber nochmal, ob es hier noch irgendwas zu entdecken gibt. Danke übrigens dann nochmal für diesen Tipp mit diesen versteckten Hinweisen. Das sieht schon relativ krank aus, ne? Dieser arme Dodo da. Dodo. Dieser arme Dodo da. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo unser Weg lang führt, aber ich vermute mal, das ist hier schon richtig. So, und hier. Genau. Oh, die hängen hier an der Wand. Wir nehmen mal lieber das Messer. Ich bin mal gespannt, wann uns das Messer wieder verlässt. Ja, ich habe auch eine Weile Pause gemacht hier wieder mit Alice. Warum kann ich euch eigentlich gar nicht so genau sagen? Irgendwie war schon wieder so viel anderes und habe ich alles einfach vernachlässigt. Aber es geht weiter. Okay, da haben wir ein neues Dingens gemacht. Dingens Bummens. Springen wir jetzt rein. Okay, super. Wir müssen hier quasi wohl irgendwie einmal im Kreis.
Müssen wir jetzt da? Nee, Moment, von da kommen wir doch. Ich schaffe ja niemals den Weg darüber. Das muss doch hier noch irgendwie einen anderen Weg geben, oder? Da bin ich jetzt schon wieder ein bisschen überfragt. Also da drüben kommen wir niemals hin. Wie kommen wir denn bloß da hoch? Kann ich hier noch irgendetwas kaputt schießen? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier mir vielleicht einen Geheimtipp abholen, aber dieses Mal klappt es irgendwie scheinbar nicht. Ist hier unten noch was? Nee, wir können auch nichts mehr weiter freischalten. Da kommen wir auf jeden Fall niemals rüber. Ich frage mich, was wir dann hier sollten. Ich habe wirklich keine Ahnung. Tja, meine lieben Freunde, ich glaube, das wird tatsächlich eine Mini-Folge. Ich habe überhaupt null Ahnung. Ganz ehrlich, ich bin hier zurückgesprungen, da hinten so rum. Da geht es natürlich auch nicht weiter, weil ich da hinten nicht hochkomme. Ich habe versucht, auf diese Zunge da zu springen, von dieser Plattform da, wo dieser Dodo drin ist. Das können wir auch gleich nochmal machen. Ich zeige euch das nochmal, dann könnt ihr mir eventuell sagen, ob ich mich zu dumm anstelle. Und ich weiß ganz ehrlich gerade wirklich null, wie es hier weitergeht. Absolut null habe ich hier Plan gerade. Weil da, hier ist ja auch nichts. Und ja, ich habe ja zum Glück ein paar von euch, die das Spiel schon gezockt haben. Und ihr müsst mir tatsächlich helfen. Darüber komme ich nicht. Und hier auf diese Zunge geht es auch nicht. Hier kommt man aber auch nicht hoch. Ja, da unten bringt mir irgendwie letztendlich nichts. Ich weiß nicht, ob ich mit diesen Dodos irgendetwas machen kann. Ich habe schon diverse Male hier versucht, irgendwas abzuschießen. Hier ist ja auch kein Schwein mehr. Ja, da drüben müssen wir irgendwie hin. Witzig, aber wie? Weil hier, guck mal, also es ist sauknapp, aber es geht nicht. Also ich vermute mal, das soll wahrscheinlich auch nicht der Weg sein. Wir springen jetzt hier nochmal zurück. Also ich vermute mal, dass ich wieder einfach irgendetwas übersehe. Ich habe hier auch mehrfach geguckt, ob es hier vielleicht noch einen anderen Weg gibt. Ich sehe aber einfach gar keinen. Und unten, nach unten kann es... Huch! Kann es nicht sein? Weil da sterbe ich halt auch einfach jedes Mal. So, das war ja unser Ausgangspunkt. Habe ich irgendwas übersehen? Kann ich noch irgendwo was abschießen? Weil da kann ich hier vielleicht irgendwie in diese Teekanne. Wir springen nochmal hier kurz rüber. So, das war auch schon wieder knapp, weil da geht es ja auch irgendwie nicht rein. So, hier können wir noch rüber. Da können wir auch nicht hin. Geschweige denn hoch. Ja. Dodo. Miserarium. Es ist wirklich eine Misere, ist das hier. Da oben müssen wir letztendlich hin. Und ich weiß verdammt nochmal nicht, wie. Irgendwas muss ich hier garantiert noch freischalten. Wir gehen nochmal kurz zu diesem Dodo. Mit dem... in dem Rad. Aber ich habe auch schon versucht, auf den zu schießen und es hat einfach nichts gebracht. Oh, 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 nein! Oh. Mein Talent hier wieder. So. Man kann auch nicht das hier kaputt schießen. Ich habe gedacht, das hätte vielleicht auch irgendwie Nutzen. Geht aber alles nicht.
Was betreibt der denn überhaupt? Kann man auch nicht so ganz richtig erkennen, ehrlich gesagt. Tja, ich bin ratlos. Ich bin supidupi ratlos. Normalerweise müsste es eigentlich... Ich meine, wir waren schließlich hier. Hier. Und haben dann, weil wir ja hier diesen... Oh, sorry dafür. Diesen Hebel betätigt haben. Dieses Pusteding freigeschaltet. Und konnten hier rauf. So, ja. Aber wo kann ich hier hinspringen? Ah! Ich fass es nicht! Ich fass es nicht. Oh mein Gott, ey. Man muss wirklich richtig genau hingucken. Wow. Ob man da auf... Ich will trotzdem versuchen, ob man hier... Nein, kann man nicht. Ja, super. Da wollte ich gerade aufgeben und auf eure Hilfe pochen und dann habe ich es doch nochmal selber gesehen. Oh Gott, ey, man muss sich wirklich extremst hier umgucken. In jeder Ecke kann irgendwas versteckt sein. Das ist echt heftig. So, gib mir die Zähne. Damit wir schön unser Messer das nächste Mal upgraden können. Wir hatten ja, ich glaube, das letzte Mal diese scheiß Pfeffermühle upgegradet. Weil... Der Lohn für deine hündische Beharrlichkeit heißt Schmerz. Ich hieß dich aufgeben, aber meine Warnung fand kein Gehör. Und so wirst du dich gleich fühlen wie ein Hummer, den man in den wallenden Kochtopf geworfen hat. Da sind die Beine, habt ihr gesehen? Oh oh. Ja, Honey Bunny. Wir werden dich hier kalt machen. Du hast keine Chance. Ja, ja, ich weiß. Moment. Wir warten kurz rechtzeitig ab. Okay, ist da noch ein drittes? Das war ja mega... Junge. Richtig, richtig knapp. Okay. Diese armen Dodos hier überall. Ich vermute mal, jetzt müssten bestimmt gleich wieder Gegner kommen. So, wir stellen mal unsere Dings rauf. Zack. Und da sind wir. So, die heben wir uns jetzt vorsichtshalber erstmal auf. Weil vermutlich gleich irgendwelche Gegner kommen. Das muss einfach so sein. Und ich denke, Teekannen werden es sein. Feindfederigen Freunde nicht nachlassen jetzt. Puh, ich muss erstmal mein Kleid abschütteln. Also dieser Dreck hier überall. Sorry. Okay, das kann heiter werden. Das kann heiter werden. Wo lang jetzt? Darüber wieder. Ich glaube, da müssen wir lang, ne? Ja, komm, das ist auf jeden Fall... Scheiße. Wow. Eine unserer leichtesten Übungen. Ich wollte schon wieder rumprahlen. Jetzt sind wir ja doch gerade zurückgegangen, richtig? Wir sind doch gerade zurück. Aber wir müssen auch zurück, oder? Ich glaube, wir müssen... Hier hat sich irgendwie der Weg ja geändert. Da sind die Beine, die wir benötigen. Wir springen einfach mal todesmutig hier hin. Und kriegen keine Gegner. Hm.
Naja, wir müssen hier rum. Okay. Ah! Ah! Alice! Hupsili, das war ja Blödsinn. Da habe ich mich vor irgendetwas erschrocken. Wovor weiß ich selbst nicht so genau. So, die nehmen wir mit. So, Vorsicht. Hier geht es erst los. Jetzt müssen wir gucken. Das bleibt sogar richtig übel stehen. Aha. Ah, Mann, ich will das aus dieser Sicht nicht. Das wird nicht klappen. Scheiße. Okay. Ja, guck mal, das... Wir warten erst nochmal. Ja, ja. Ja, aber du sollst... Warum, Alice, warum springst du auch nicht hoch? Ich drücke Leertaste. Was anderes kann ich nicht machen. Springen musst du wirklich schon. Gut, jetzt warten wir nochmal ab, weil ich wieder nicht da hochgekommen bin. Da war ich wieder zu langsam, also warten wir nochmal. Manu! Jetzt kommt die da nicht hoch. Okay, wir müssen vielleicht ein bisschen Anlauf nehmen. Hallo? Ich bin zu blöd dafür. Ich bin echt zu blöd dafür. Und komm, einmal versuchen wir es noch und dann machen wir einen Cut. Spring hoch, Alice! Und hoch! Oh! Mann, oh, warum springt die denn nicht? Ich muss mal hier die Hände von der Maus nehmen. Ich versuche das mal anders jetzt. Okay. Scheiße, verdammte Axt, ey. Das geht ja noch weniger. Ich kann mit rechts hier gar nichts an der Taste. So, okay. Ah, oh Mann, das ist doch eine... Die allerletzte Scheiße ist das hier schon wieder, ey. Ich hasse so eine Kacke. Ey, du. Oh, wenn ihr wüsstet, was ich jetzt schon wieder am allerliebsten sagen würde. Spring doch einfach hoch, verdammt nochmal. Wieso kann die nicht einfach weiterlaufen? Stehe ich zu dicht an der Kante? Kann die da nicht hoch? Oder wie ist das? Letzter Versuch, dann mache ich einen Cut. Schnauze voll. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.